Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich Open Air zu diesem Online-Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern. Und ja, es ist ärgerlich. Es ärgert mich, dass wir diesen Gottesdienst nicht wie die anderen Open-Air-Gottesdienste in Gemeinschaft miteinander feiern können. So haben wir es als Gemeindeleitung entschieden. Und ja, es ist wunderbar. Es wundert mich, dass wir in einer solchen Ausnahmesituation, in der wir momentan leben und unterwegs sind, jeden Sonntag immer wieder Gottesdienst feiern dürfen. Gottesdienst an uns erleben dürfen. Wow. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, du lädst uns ein zu diesem Gottesdienst. Du lädst uns ein, in deine Gemeinschaft einzutauchen, Gemeinschaft mit dir zu erleben und darin auch zu entdecken und zu erleben, wie wir Gemeinschaft untereinander haben, auch wenn wir heute nicht präsent körperlich zusammenkommen können. Du verbindest uns. Du bist das Band, das uns zusammenhält als ganze Gemeinde, aber auch als Glaubende weltweit und alle Zeiten übergreifend. Wir staunen darüber. Amen. In der doch recht kurzen Vorbereitung für diesen Gottesdienst, wir haben ja am Freitag entschieden, aufgrund der hohen Inzidenzzahlen hier in Aachen, die um die 50 liegen, dass wir es für verantwortbar halten, den Gottesdienst eben online zu feiern und nicht als Präsenzgottesdienst, musste ich an die Emmaus-Jünger denken. Die Emmaus-Jünger, so wird es uns ja in der Bibel berichtet, waren unterwegs und befanden sich auf einer Reise des Nichtverstehens. Und sie befanden sich auf einer Reise des Vermissens. Sie haben da jemand schmerzlich vermisst. Da wurde ihnen jemand genommen, mit dem sie so wunderbar gerne unterwegs waren. Jesus. Und dann kommt es, dass die beiden da so unterwegs sind und sich auf einmal eine dritte Person zu ihnen gesellt. Und diese Person ist erstmal unbekannt. Sie wissen nicht, um wen es sich da handelt. Wir als Leser dieser Geschichte erfahren, es ist eben der, den sie vermissen. Jesus Christus selbst. Man könnte das auch so kurz und knapp zusammenfassen und sagen, Jesus hält Schritt. Jesus hält Schritt. Er geht diesen Weg des Nichtverstehens, diesen Weg des Vermissens mit. Jetzt kann man sagen, Jonas, also bei allem Respekt, aber du kannst doch wohl nicht unser Vermissen, dass wir einander vermissen, dass wir einander nicht mehr sehen können zum Teil. Und das jetzt erstmal nur 3 Wochen, kannst du doch nicht vergleichen mit dem Vermissen der Emmaus-Jünger, die da diesen Jesus vermissen. Und ich gebe dir und euch recht, ganz klar, das Gegenüber des Vermissens ist ein anderes. Aber im Vermissen selbst kommen wir den Emmaus-Jüngern ganz nah. So erlebe ich das jedenfalls für mich. Denn ganz ehrlich, auch wenn wir lange Zeit jetzt Open-Air-Gottesdienste draußen feiern konnten, mit Abstand, mit Maske, so habe ich doch viele schmerzlich vermisst. Einige von uns können nicht an Präsenzgottesdiensten teilnehmen. Manche wollen es nicht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und die sind jeweils auch nachvollziehbar, wenn man sich in verschiedene Perspektiven reinversetzt. Und liebe Gemeinde, ich muss euch sagen, ich vermisse euch. Und ich vermisse diesen Moment und ich weiß schon gar nicht mehr, wann es war, wo wir alle miteinander in einem Raum waren.
Das vermisse ich. Und es ist unheimlich gut zu wissen, in dieser Situation, in diesem Unterwegssein, auf dieser Reise des Vermissens, hält Jesus Schritt. Und wenn ich denke, was wir alles erlebt haben an wunderbaren Online-Angeboten, wenn ich an die liebe Ilse Lotte denke, wenn ich an einen Tim aus Frankreich denke, wenn ich an ganz viele unterschiedliche kreative Gottesdienste denke, wow. Ich denke, wir durften erleben, Jesus hält Schritt. Und dann die Zeit der Open-Air-Gottesdienste, die ja vielleicht auch wieder kommen wird. Wir haben erstmal nur einen Monat, den Oktober, den wir wieder online feiern werden. Auch diese Open-Air-Gottesdienste waren doch fantastisch. Wir konnten einander sehen, jedenfalls zum Teil. Wir konnten miteinander sprechen, wir konnten uns austauschen. Wir konnten miteinander auf eine andere Art und Weise Emotionen mitteilen, aufnehmen und miteinander bewegen, als wir es jetzt über andere Medien können. Jesus hält Schritt. Ich denke, das durften wir als Gemeinde bisher erleben, wenn wir uns einmal Zeit nehmen und zurückschauen. Und in dieser Gewissheit dürfen wir als Gemeinde auch weitergehen, auch in die kommenden Wochen. Und dann sind diese Emmaus-Jünger also unterwegs und dieser Dritte, den sie da noch nicht kennen, gesellt sich zu ihnen. Und dann fängt dieser Dritte auf einmal auch an, an den Emmaus-Jüngern zu handeln. Er erklärt ihnen die Schrift, heißt es. Jesus, ohne dass die Emmaus-Jünger überhaupt wissen, dass er es ist, sie haben noch gar nicht gecheckt, wer da mit ihnen unterwegs ist. Da ist dieser jemand schon am Handeln an den Emmaus-Jüngern. Und auch das dürfen wir für uns mitnehmen. Wie viel handelt im Verborgenen? Kriegen wir gar nicht erst mit? Oder kriegen wir vielleicht etwas später einmal mit, wenn man sich einmal Zeit nimmt und zurückschaut. Zeit nimmt zum Reflektieren, was war denn und was ist jetzt? Wo waren wir noch vor ein paar Monaten? Wo sind wir heute? Und wenn du dir dafür einmal Zeit nimmst, vielleicht just heute Nachmittag, darfst du entdecken, wie viel Wunderbares dieser jemand, dieser Jesus, an dir gehandelt hat. Jesus, der Schritt hält. Jesus, der an uns handelt, auch im Verborgenen, wo wir es noch gar nicht erlebt haben, vielleicht auch teilweise nie entdecken werden. Wo ich auch stehe, du warst schon da.
nicht zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Der Gipfel der Emmaus-Jünger-Geschichte, den möchte ich uns gerne vorlesen, wie er uns beschrieben ist nach dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. So kamen sie, also die beiden und Jesus, zu dem Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: Bleibe doch bei uns. Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er von ihnen. Jesus Christus feiert das Mahl mit den beiden, und in diesem Moment passiert was ganz Geheimnisvolles. Auf irgendeine Art und Weise erkennen sie, mit wem sie es da zu tun haben, nämlich mit Jesus Christus selbst. Und in diesem Sinne wollen auch wir heute miteinander Abendmahl feiern. Jesus Christus, der uns einlädt zum Abendmahl, wird auch beschrieben als wunderbarer Hirt. Und das wollen wir mit dem nächsten Lied auch bekennen. Und ich lade dich ein, vielleicht möchtest du das bekennen. Dann sing es kräftig mit. Vielleicht willst du das Lied aber auch einfach auf dich wirken lassen. Dann darfst du auch das sehr gerne tun. Du bist ein Wunder. Zu frischem Wasser führt.
reich gedeckt. Des Königs Tisch für mich. Für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab. Wandre ich im finstern Tag, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Amen. Jesus Christus lädt dich ein. Er lädt jeden ein, der Gott liebt und sich nach Gemeinschaft mit ihm sehnt. Ihr Lieben, ich war 8, als ich zum ersten Mal an einem Abendmahl irgendwie das Abendmahl miterleben durfte. Also ich durfte damals nicht teilnehmen, aber es miterleben. Und an diesem Abend lag ich später im Bett und meine Eltern waren da, um mich ins Bett zu bringen. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, liebe Mama, lieber Papa, ich will, dass wir mit Jesus gemeinsam leben. Er soll der Freund in meinem Leben sein. Irgendwie solche Worte habe ich damals gebraucht als kleiner Knirps. Und seitdem darf ich in Beziehung mit Jesus Christus leben. Das Abendmahl ist etwas Wunderbares. Nicht, weil wir es dazu machen, sondern weil Jesus Christus uns auf wundersame und auch geheimnisvolle Art und Weise begegnet. Und ich lade dich ein, dich dafür zu öffnen und heute gemeinsam Abendmahl zu feiern. Ausgerechnet online müssen wir jetzt Abendmahl feiern, wo wir uns zum ersten Mal wieder nicht sehen können. Im Abendmahl liegt auch eine besondere Kraft im Blick auf unsere Gemeinschaft. Schon immer werden wir mit denen verbunden, die wir nicht sehen können. Mit Jesus Christus selbst. Ich habe ihn noch in keinem Abendmahl leibhaft gesehen. Mit all den Glaubenden aus Jahrtausenden von Jahren, die Gott lieben, die sich an ihm festgemacht haben, mit denen werden wir schon immer verbunden, obwohl wir sie nicht sehen können. Und so werden wir auch heute als Gemeinschaft verbunden. Als Gemeinschaft, die durch das Band der Liebe Jesu Christi verbunden ist. Ich lese uns die Einsetzungsworte nach 1. Korinther 11. In der Nacht, in der er verraten wurde,
nahm der Herr Jesus das Brot. Er sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Liebe Lisa, Christi Leib für dich gebrochen. Amen. Vielleicht feierst du gerade alleine Abendmahl, wo du bist, hast gerade keinen neben dir. Dann lass dir zusprechen: Christi Leib für dich gebrochen. Jonas, Jesus liebt dich. Dein Amen. Leib wird dich gegeben. Amen. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut. Tut das immer wieder, so oft ihr aus dem Becher trinkt, zur Erinnerung an mich. Lieber Jonas, Christi Blut für dich vergossen. Amen. Mein lieber Schatz, Christi Blut für dich vergossen. Amen. Und auch dir zu Hause, wenn du alleine das Abendmahl feierst, sei zugesprochen. Jesus liebt dich und sein Blut ist für dich vergossen. Jesus spricht weiter: Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, solange, bis er wiederkommt. Ich bete mit uns. Jesus Christus, von deiner Einladung zum Leben leben wir. Aufgrund deiner Gnade leben wir. Du hast die Beziehung zwischen Gott und uns wiederhergestellt durch das, was du am Kreuz und in der Auferstehung in deiner Erhöhung für uns getan hast. Wir hören nicht auf, dir dafür Danke zu sagen. Und wir beten gemeinsam das Gebet, was du selbst uns gelehrt hast, zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir durften sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes möchte ich uns und euch noch den Segen unseres dreieinigen Gottes zusprechen. Es segne dich Gott, dein Vater, dein himmlischer Vater, der dich geschaffen hat, der dich wunderbar ausgedacht hat, der dich begleitet hat dein Leben lang und in dessen Schoß du Kind sein darfst. Es segne dich unser Herr Jesus Christus, der durch seinen Tod und seine Auferstehung und seine Erhöhung ein neues Leben dir und mir verspricht und ein Leben in Freiheit zusagt und unser Freund ist. Und es segnet dich, Gott, der Heilige Geist, der in dir wohnt, der dein Tröster ist in so mancher dunkler Stunde
und der diese lebendige Hoffnung, die wir haben, in dir lebendig lässt. Amen. Amen.